Willkommen zu unserem Video über die Top-Sehenswürdigkeiten auf Fuerteventura. Die Insel bietet eine beeindruckende Vielfalt an Attraktionen, die von atemberaubenden Stränden über faszinierende historische Stätten bis hin zu einzigartigen Naturwundern reichen. Egal, ob du die weiten Dünen im Norden erkunden, verborgene Buchten entdecken oder in die Geschichte der Insel eintauchen möchtest, Fuerteventura hat für jeden etwas zu bieten. Begleite uns auf eine Reise durch die schönsten und interessantesten Orte der Insel und erfahre, warum Fuerteventura so ein besonderes Reiseziel ist. Lobos Island. Unsere erste Top-Sehenswürdigkeit auf Fuerteventura ist die Isla de Lobos, auch bekannt als Insel der Wölfe. Früher war die Insel Heimat von Mönchsrobben, die ihr ihren Namen gaben. Heute steht die kleine Insel unter Naturschutz und die Besucherzahl ist streng limitiert, um die empfindliche Natur zu bewahren. Maximal 200 Personen dürfen sich gleichzeitig auf der Isla de Lobos aufhalten. Die Insel liegt nördlich von Fuerteventura und lässt sich bequem zu Fuß erkunden. Dabei kannst du den traumhaften Sandstrand Playa de la Concha, den Montaña de Caldera, einen Leuchtturm und die immergrünen Salzwiesen mit ihren Lagunen entdecken. Morojable war früher ein ruhiges Fischerdorf, hat sich jedoch zu einem der größten und touristischsten Orte auf Fuerteventura entwickelt, mit Hotelanlagen, die bis an den Ortsrand reichen. Trotzdem hat der ursprüngliche Ortskern seinen Charme bewahrt. Hier findest du zahlreiche Restaurants und Cafés, in denen du Tapas genießen und den Blick aufs Meer schweifen lassen kannst. Darüber hinaus gibt es viele Geschäfte, die zu einem gemütlichen Einkaufsbummel einladen. El Cotillo. El Cotillo ist einer der besten Surfspots auf Fuerteventura. Dein erster Halt in El Cotillo sollte der alte Turm Castillo de Toston sein. Auch wenn der Turm selbst nicht besonders beeindruckend ist, lohnt es sich, hier einen Stopp einzulegen, um den atemberaubenden Blick auf die Steilküste und das Meer zu genießen. Von El Cotillo aus führt die Straße weiter nach Norden entlang der Küste. Hier findest du immer wieder großartige Aussichtspunkte und malerische Buchten. Halte einfach Ausschau. Diese Gegend gehört für uns zu den schönsten auf der ganzen Insel. Weiter entlang der Küste erreichst du schließlich den Leuchtturm Faro del Toston. Von dort aus kannst du langsam die Rückfahrt antreten und dich auf das Highlight des Tages vorbereiten, den Sonnenuntergang. Insgesamt ist El Cotillo eine der Top-Sehenswürdigkeiten auf Fuerteventura. Betancuria. Ein besonders bedeutendes Highlight auf Fuerteventura ist der historische Ort Betancuria. Inmitten der Berge und in der fruchtbarsten Region der Insel gelegen, war Betancuria über mehrere Jahrhunderte hinweg die Hauptstadt von Fuerteventura. Heute erwarten dich dort zahlreiche Sehenswürdigkeiten, ein Souvenirgeschäft, ein interessantes Museum, Wanderwege und gemütliche Restaurants. Wenn du dich für die Geschichte Fuerteventuras interessierst oder durch einen malerischen Ortskern aus dem 15. Jahrhundert schlendern möchtest, solltest du Betancuria auf keinen Fall verpassen. Auch die Umgebung des Ortes ist einen Ausflug wert. Von den Aussichtspunkten Mirador Morovelosa und Mirador de Gise y Ayose hast du einen fantastischen Blick über die sanften Hügel der Region. Hier kannst du die endlosen Weiten genießen und das faszinierende Spiel der Wolkenschatten beobachten. Piratenhöhlen Cuevas de Ayuy. Ayuy ist ein kleines und ruhiges Fischerdorf ohne viel Trubel. Das absolute Highlight des Ortes sind die Piratenhöhlen.
Ein kurzer Pfad und eine Treppe führen dich in etwa 15 Minuten zu einer riesigen Höhle, die durch die Kraft des Meeres in die Felsen gespült wurde. Einst dienten diese Höhlen Piraten als Versteck, von wo aus sie ihre Raubzüge auf der Insel planten. Eine faszinierende Sehenswürdigkeit auf Fuerteventura, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Ayui bietet außerdem einen der wenigen Lavastrände mit tiefschwarzem Sand. Ein außergewöhnlich schöner Anblick. Beim Baden ist jedoch Vorsicht geboten, da die Brandung hier sehr stark sein kann. La Perette. Der Strand La Perette ist so wunderschön, dass Worte kaum ausreichen, um ihn zu beschreiben. Er gehört definitiv zu unseren Lieblingsstränden auf Fuerteventura und somit auch zu den Top-Sehenswürdigkeiten. Wir versuchen es trotzdem. Die Bucht von La Perette beeindruckt mit einer spektakulären Steilküste und einem goldgelben Sandstrand. Hier bist du oft fast allein, nur ab und zu siehst du ein paar Surfer im Wasser. Die starke Brandung sorgt für beeindruckende Fotomotive und die Sonnenuntergänge sind einfach unvergesslich. Der Hauptstrand trägt eigentlich den Namen Playa de Viejo Reyes, wird aber von den meisten einfach La Perette genannt. Sotavento. Sotavento besteht aus zwei Stränden, Risco del Passo und Playa del Barco. Hier ist immer viel los, denn die Strände gehören zu den beliebtesten Spots für Kite- und Windsurfer. Du findest hier auch Wassersportzentren, in denen du Ausrüstungen mieten oder Kurse buchen kannst. Die langen Dünen bieten sich auch hervorragend für Strandspaziergänge oder ein Bad im Meer an. Besonders die Lagune vor dem Meer ist sehr flach und ideal für Familien mit kleinen Kindern. Ein Hinweis: In Sotavento weht meist ein kräftiger Wind. Um etwas Schutz vor dem Wind zu haben, such dir am besten einen Platz zwischen den Sanddünen. Jetzt sind die Reiseexperten unter euch gefragt. Wir haben ein kleines Quiz über die Insel Fuerteventura vorbereitet. Schreibt eure Antworten gerne in die Kommentare. Die Auflösung findet ihr am Ende des Videos. Frage 1. Wie viele Personen dürfen sich gleichzeitig auf der Isla de Lobos aufhalten? A. 50, B. 100, C. 200, D. 500. Frage 2. Welche der folgenden Städte ist die Hauptstadt von Fuerteventura? A. Puerto del Rosario, B. La Oliva, C. Coralejo, D. Morojable. Frage 3. Wie viele Strände gibt es auf Fuerteventura? A. 50, B. 100, C. 150, D. 200. Frage 4. Welches ist das bekannteste traditionelle Gericht auf Fuerteventura? A. Paella, B. Papas arrugadas mit Mojo, C. Tortilla, D. Carpaccio. Playa de Cofete. In der nächsten Sehenswürdigkeit Fuerteventuras im Dorf Cofete leben heute nur noch zwei Familien, die ein kleines Restaurant betreiben. Hier halten alle geführten Touren an. Neben dem Restaurant steht ein altes Windrad, von dem aus du einen tollen Blick auf die Westküste hast. Direkt darunter liegt die Playa de Cofete, ein endloser Sandstrand von einer beeindruckenden Bergkette. Der Strand ist selten überfüllt, doch gerade deshalb solltest du das Baden lieber vermeiden. Cofete ist für seine gefährlichen Strömungen bekannt und es kommt immer wieder zu Unfällen. Neben dem Parkplatz am Strand findest du einen kleinen Friedhof.
Die von Sand bedeckten Kreuze haben eine mystische Ausstrahlung. Früher wollte man die Verstorbenen möglichst nah am Meer beerdigen, um ihnen die letzte Reise zu erleichtern. Villa Winter. Die Villa Winter liegt einige hundert Meter oberhalb der Playa de Covete und ist nach dem deutschen Ingenieur Gustav Winter benannt. Um die Villa gibt es viele Legenden. Es wird erzählt, dass sie als Stützpunkt für Nazi-Größen und deren Transport nach Südamerika am Ende des Zweiten Weltkriegs gedient haben. Winter stammte ursprünglich aus dem Schwarzwald und übertrug den dort typischen Baustil auf die Villa. Viele Möbel und Einrichtungsgegenstände ließ er extra aus Deutschland importieren. Die Gemeinde Pachara hat die Villa Winter inzwischen von den Erben des Anwesens gekauft und einen Teil für Besichtigungen geöffnet. Verpasse auf keinen Fall die einmalige Aussicht von der Terrasse. Faro de Punta de Jandia. Am südlichsten Punkt der Insel steht der Leuchtturm Faro de Punta Jandia. Dieser Leuchtturm ist vollautomatisiert und nutzt Sonnenenergie. Seit seiner Errichtung im Jahr 1850 hilft er Schiffen, nicht auf die Riffe aufzulaufen. Bei guter Sicht kannst du von hier aus bis nach Gran Canaria blicken. Sobald du den Leuchtturm erreicht hast, bist du am äußersten Südwestpunkt von Fuerteventura angekommen. Von hier aus geht es zurück in Richtung Morro Jable. Dünen von Coralejo. Im Parque Natural de Coralejo erstrecken sich über 11 Kilometer atemberaubende Sanddünen. Dieser Ort ist ideal zum Baden, Herumtollen im Sand und natürlich zum Fotografieren. Die Dünen bieten aus der Luft einen beeindruckenden Anblick. Wenn du beim Rückflug also einen Platz auf der linken Seite des Flugzeuges ergattern kannst, hast du eine gute Chance, die Dünen von oben zu sehen. Für mehr Action kannst du eine Buggy-Tour durch den Naturpark machen. Dabei erkundest du nicht nur die Dünen, sondern kannst auch abseits der Wege durch die Wüstenlandschaft fahren. Oasispark. Der Oasispark ist ein Erlebniszoo, der auch einen botanischen Garten umfasst und eine Vielzahl von Tieren wie Giraffen, Elefanten und Nilpferden beherbergt. Er ist besonders empfehlenswert für Familien, die mit Kindern nach Fuerteventura reisen. Auch wenn wir selbst keine großen Fans von Zoos sind, gilt der Oasispark als eine der Top-Sehenswürdigkeiten der Insel, weshalb wir ihn in unserer Liste nicht vergessen wollten. Tickets kannst du bereits im Voraus online kaufen. Jeden Sonntag findet vor dem Park ein Markt statt, auf dem du Kunsthandwerk und lokale Produkte erwerben kannst. Versteckter Strand La Escalera. La Escalera ist ein echter Traumstrand an der Westküste, der von nur wenigen Touristen entdeckt wird. Der Weg dorthin führt über eine Schotterpiste, die am nördlichen Ende von El Cotillo beginnt. Nach etwa 5 Minuten Fahrt biegst du auf eine kleine Abzweigung ab. Wenn du dich fragst, ob das wirklich der richtige Weg ist, ja, das ist er. Die Anfahrt lohnt sich auf jeden Fall. Dich erwartet kristallklares Wasser, ein langer, nahezu leerer Sandstrand und eine beeindruckende Steilklippe. Daher gehört La Escalera definitiv zu unseren Top-Sehenswürdigkeiten auf Fuerteventura.
Klettern musst du nicht, um zum Strand zu gelangen, denn Escalera bedeutet Treppen und es gibt eine lange Steintreppe, die dich hinunterführt. Pozzo Negro. Pozzo Negro ist ein Geheimtipp für alle, die dem Massentourismus entfliehen möchten. Das charmante Fischerdorf besticht durch seine unberührte Natur und seine entspannte Atmosphäre. Der schwarze Sandstrand, die kleinen traditionellen Häuser und die frischen Meeresfrüchte in den lokalen Restaurants machen Pozzo Negro zu einem besonderen Ort. Wassersportler kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten, denn die Bedingungen zum Surfen und Kitesurfen sind hervorragend. Faro de la Entallada. Etwa 30 Autominuten von Pozzo Negro entfernt liegt der Leuchtturm Faro de la Entallada. Der Weg dorthin führt über eine schmale, kurvige Straße. Doch die Fahrt lohnt sich. Oben angekommen erwartet dich ein fantastischer Ausblick über die Insel. Mit einem Fernglas kannst du von hier aus sogar bis nach Afrika schauen. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Es gibt keine Restaurants oder Cafés am Leuchtturm. Caleta de Fuste. Wir lieben natürliche Pools, denn es ist ein besonderes Erlebnis, in einem Becken aus Lavagestein im Meer zu baden, während die Wellen im Hintergrund toben. Auf Fuerteventura gibt es mehrere dieser natürlichen Pools. Der einfachste Zugang ist bei Caleta de Fuste. Um dorthin zu gelangen, spazierst du entlang der Strandpromenade nach Norden. Kurz hinter dem Ort ragt eine kleine Landzunge ins Meer und an ihrer Spitze findest du den Pool. Am besten nutzt du Google Maps, um den Weg zu finden. Ein wenig Klettern über die Felsen ist erforderlich, daher sind Turnschuhe besser geeignet als Flipflops. Der Pool ist nur bei Ebbe zugänglich, da er bei Flut von den Wellen überdeckt wird. Bei niedrigem Wasserstand kannst du jedoch sicher im Becken baden, ohne von den Wellen gestört zu werden. Der Leuchtturm von El Tostón. Unsere nächste Sehenswürdigkeit auf Fuerteventura liegt an der Nordküste. In der Nähe von El Cotillo, einem ehemaligen Fischerdorf im Norden der Insel, findest du den Faro del Tostón, den Leuchtturm von El Tostón. Hier stehen insgesamt 3 Leuchttürme, von denen jedoch nur der größte in Betrieb ist. Der Leuchtturm ist ein echter Blickfang. Mit seinen rot-weißen Streifen ist er nicht nur ein wichtiger Wegweiser entlang der Küste Fuerteventuras, sondern auch ein beliebtes Fotomotiv. Im angrenzenden Gebäude befindet sich ein Museum, das sich der traditionellen Fischerei auf der Insel widmet. La Oliva. La Oliva ist ein charmantes Dorf mit einer langen Geschichte, das am Fuße des Vulkan de la Arena liegt. Früher war es die Heimat von Bauern und dem Oberst, Spanisch Coronel, dieser Region. In La Oliva gibt es einige interessante Sehenswürdigkeiten, die du besuchen kannst. Dazu gehören die Kirche Nuestra Señora de la Candelaria, das Kornmuseum Casa de la Quilla
und das historische Casa de los Coroneles. Jeden Freitag findet von 9 bis 14 Uhr ein kleiner Markt statt, auf dem lokale Lebensmittel und Kunsthandwerk angeboten werden. Alle Sehenswürdigkeiten in La Oliva sind bequem zu Fuß zu erreichen. Wenn du Spanisch sprichst, empfehlen wir die Ruta de los Coroneles, eine geführte Tour mit Schauspielern, die dich in die Geschichte von La Oliva eintauchen lassen. Die Tour findet jeden Freitag um 10 Uhr statt und kostet 8 Euro pro Person. Ein Begleitheft mit einer deutschen Übersetzung der Tourinhalte ist ebenfalls verfügbar.